Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Leute, wenn ihr immer noch nicht wisst, warum ich jetzt hier gerade irgendwie bin, dann habt ihr selber Schuld, weil ihr habt natürlich wieder dann einen Livestream verpasst. Ab 18 Uhr aufwärts bin ich ja meistens immer abends auf Twitch irgendwie unterwegs. Und war auch wieder ganz lustig, Leute. Ich wurde zerfetzt, zerruppt, beklaut, niedergemetzelt und mein Auto wurde auch geklaut. Das Übliche halt. Also ihr habt wieder einiges verpasst. Selber die Schuld, ne? Gut. Wir sind hier im Bunker. Und da wollte ich mal jetzt eine Runde looten, Leute. Was haben wir denn hier? Warte mal kurz. Das Ding. Passt ja zu meinem Set irgendwie, ne? Mal aufmachen hier. Boah, ich brauche unbedingt so ein Reparaturkit, ne? Weil alles kaputt ist, Leute. Oh, ich höre schon wieder so ein Piephahn hier am Rumjaulen da hinten irgendwo. Ja, Leute, und sonst. Sehe ich ja ziemlich zermalmt aus, ne? 40% Energie ist ja auch nicht die Welt. Was haben wir hier? Pipi-Pupu-Check. Zucker fehlt, obwohl ich so viel gefressen habe, ne? Ja, dieses Schraubenzieher gibt es auch im Überfluss irgendwie mittlerweile. Hier, ich finde schon wieder AP M16. Ja, ganz toll. Alles, was ich nicht so brauche, ne? AK. Ich habe ja nicht mal einen Rucksack, Mann. So einen ollen kleinen Klöderbeutel. Gelockt. Ja, hier soll mal echt hier so Dietrich hier sollen hier mal irgendwo droppen. Nicht immer nur Schraubenzieher, Alter. Irgendwas los? Ach, ich bin es echt gewohnt, hier immer reinzugucken. Das ist, ich glaube, das dauert auch noch eine Zeit lang, Leute, bis ich mir das abgewöhnt habe. Ja, man drückt immer drauf, ne? Nun, schön. So, den habe ich tatsächlich, glaube ich, raufgeschraubt. Ja, das passt soweit. AK-15. AK ist ja eigentlich selten gewesen. 182 Scope. Sogar in meiner Wüstenfarbe. Anscheinend kriegen wir hier irgendwie so ein Wüstenset zusammen, Leute. Ja, und jetzt gucken wir mal. Ja, schon wieder Schraubenschlüssel. Mensch. Ja, wer den Server, die Community, unser Projekt überhaupt feiert, meinen YouTube-Kanal, meine Videos, was auch immer, ne? Da freuen wir uns auf jeden Fall über eine Unterstützung, Freunde. Am liebsten sind wir mal Mitglieder auf YouTube tatsächlich. Das ist das feste, stabile Fundament hier. Die sorgen wirklich dafür, dass der Server die ganze Zeit kontinuierlich stabil läuft. Und außerdem dürft ihr nicht vergessen, dass wir immer weiter die Slots entwickelt haben, also erweitert haben. Ne? Wir haben ja mit 20 Slots angefangen, wer es nicht wusste. Und das war dann immer voll. Dann habe ich dank den Support erhöhen können auf 30 Slots. Dann war 30 immer voll. Ja, 40. Jetzt haben wir mittlerweile 50. Das ist der Hammer, oder? Oh Mann. Warte mal, ich mache hier mal eine Axt. Er zuckt einmal kurz. Hier. Ich darf mich nicht treffen lassen, Alter. Bin nur irgendwas ein Idiot. Ich habe keine. Oh, keine Ohrenstöpsel. Deswegen darf ich hier nicht so viel schießen jetzt, ne? Also außer mit der kleinen Knifte. Weil die hat einen Schalli drauf, wisst ihr, wie ich meine? Jetzt fliegen mir hier noch die Ohren weg, Alter. Das muss auch nicht sein. Boah, ist das laut, das scheiß Zombie-Silz, oder? Ja, also Schraubenzieher scheinen anscheinend kein Problem mit zu sein. Man munkelt. Pulver brauche ich auch noch nicht. Kräftige Material brauche ich nicht. Brauche erstmal wieder ein Auto. Und auch eine Klamotten halt, damit ich ein bisschen was einsammeln kann hier. Ich habe ja nichts. Der Loot ist ein bisschen spärlich. Tatsächlich überlege ich schon, ob ich den Loot ein bisschen höher drehe. Tatsächlich wieder so, wie der mal war. Ups, da ist jemand. Eben weil jetzt ja die Kisten abgeschlossen sind, ne? Und wenn die Leute dann das schließen und nichts finden, ich weiß es noch nicht, Leute. Ich muss mal gucken. Könnt ihr ja mal was in die Kommentare schreiben. Obwohl ihr sagt wahrscheinlich, ja, wir wollen unbedingt mehr Loot, aber ja, weil es tatsächlich so ist, ich habe im Livestream auch meine ersten 5 Kisten geknackt und geschafft halt, ne? Bevor ich zerfetzt und mir alles geklaut worden ist. Oh ja, das brauche ich auf jeden Fall. Warte mal, da gehe ich mal gleich mal zum Zombie. Meine 5 ersten Schränke zerfetzt habe ich dann geknackt. Und da waren alle leer. Das ist so geil. Also nur Schwachsinn, ne? Aber gut, so schwer ist das Knacken der Rost dieser einfachen Schränke auch nicht. Also das geht eigentlich, ne? Und falls Schränke ist auch online.
Warum unbedingt dieses nächste, Alter, das Gold wert. Wieso geht's denn nicht? Achso, ich muss erstmal die Nadel machen. Wo sind die Knochen jetzt? Frechheit. So, komm, hau rein. Und noch ein Vieh kommt irgendwie. Ist über mir wahrscheinlich, ne? So. Ganz entspannt. Ivo ist auch da. So, wo ist es denn? Dann mache ich Repair. Dann kann ich nämlich die Pistole auch wieder in diesen Slot hier tun. Bei 75% ist das Ding schon kaputt, ne? Kannst du ja nicht mehr benutzen, Alter. Das ist aber echt übel, Mann. Guck mal so, den verlinken wir jetzt. Ja, meine Höschen. Ja, Shampoo wollte ich gerade sagen. Handschuhe sind eigentlich Luxus. Das geht nicht, das geht nicht. Geht schon. Wunderbar. Jetzt verwirrt gewesen. Also da war ich jetzt schon, oder? Hm, dann gehen wir mal nach oben. In der Hoffnung, dass wir mal vernünftige Symptome hier finden, Leute. 160 Punkte. Ich brauche noch eine Sandhose und Sandhelm. So, das gönnen wir uns, oder? Ich habe ja Auswahl hier. Geht das nicht? Oh, ist das wieder. Was mag ich immer nicht so? Wenn nicht so funktioniert. Den schon? Ja, wahrscheinlich, wa? Brauchen wir auch nicht. Gib doch mal einen richtig geilen Rucksack jetzt. Ey, die waren vorher doch noch im Angebot. Jeder hat einen riesen Rucksack gefunden. Ich finde gar nichts. Muss bestimmt kläglich einen craften, Alter. Früher so heiß begehrt, Schraubendreher, na, und jetzt Überfluss. Diese neuen kleinen roten Schraubendreher wollen die wohl irgendwie testen oder sowas, wa? Weil das ist ja wirklich so eingestellt, dass die dauerhaft droppen. Das ist das, was ich meine. Also ich habe da keinen Einfluss auf diesen Loot. Das machen die Entwickler, Leute. Und ihr seht es ja, die ballern diese Schraubendreher da so raus. 80%, 70%, 60% Drop-Wahrscheinlichkeit oder so. Schade, dass ich das nicht so machen kann, ne? Zumindest, dass ich das einstellen kann, ob militärische Sachen droppen oder halt dieses Crafting-Material, ne? Das muss unterschiedlich eingestellt werden irgendwie, wisst ihr? Ui. Kräftiges Material natürlich. Militärzeug ist weniger dann halt, ne? Eine Lampe. Die ist auch ulkig, ne? Habe ich im Livestream schon gefunden und getestet. Hier rechte Maustaste. Add. Guck mal hier, romantisch. Junge. Schade, dass ich nicht werfen kann. Ich kann ja nicht mit hauen, ne? Ne, der haut gleich normal. Da irgendwie so ganz komisch. Auf jeden Fall ulkig. Und dann gibt's noch dieses Blutlicht da, Alter. Da fliegst du ja bei weg, so wie das blendet, ne? Zucker fehlt. Hoffentlich finde ich noch mal ein bisschen vernünftiges Zeugs hier, Leute. Wir könnten nicht. Livestream genauso wenig. Habe ich wieder mehr verloren. Oh, als gewonnen. Wenn wir den Ninja-Stern benutzen. Was ist er denn? Habe ich den nicht rausgeworfen? Oh Mann, ey. Die letzten Truhe wieder. Ne, den habe ich doch rausgeworfen. Das wusste ich doch. Was ist er denn, ey? War da eben so ein Ninja-Stern, Alter. Aber oh, das Spiel macht mich so fertig, ne? Doch eben gesehen, diesen Ninja-Stern. Ich wollte mal gucken, wie viel Damage der macht. Oh, es ist wieder, ey. Es sind so Kleinigkeiten, die regen auch. Hier, du. Brauchst du immer noch eine Packung? Boah, der hält aber was aus. Ja, der hat ein bisschen mehr ausgehalten, ne?
So. Wieder auf den Rücken. Da haben wir so schon unsere Räumlichkeiten. Soll ich dazu machen? Wir finden Schraubendreher. Oh, ätzend. Dass sie immer so übertreiben müssen mit den Sachen, ne? Aber was machen die immer? Das ist halt schon so. Dann, wenn irgendwas neu ist, dann droppen die die neuen Items immer so oft. Damit alle die halt eben testen, dann suchen sie da, finden sie da Bugs irgendwie oder was. Ja, man braucht ja auch jetzt mehr davon, weil alle Kisten hier zu sind. Also die Dinger knacken, das schafft selbst ich, Leute. Ich hab... mein erster Versuch beim Schlossknacken hat tatsächlich geklappt, also es geht. Aber ich hatte auch gutes Equip. Ich hatte diese roten Dietriche dabei, diese besseren, verbesserter Dietrich heißt der, glaube ich, ne? Und keine Billig-Dietriche irgendwie. Hatte ich ja einige gefunden. Grüne Hose schon wieder, passt nicht. Ja, Trommelmagazin ist geil, Mann. Ja, also ehrlich, guck mal schnell, mir ist es so, als ob sie den Loot schon wieder runtergedreht haben, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich hab nichts gefunden quasi, ne? Da haben die Entwickler wieder was am Loot halt gedreht. Also man sieht es ja auch an den Schrauben drin, ich kann es dir nur sagen. Also wenn da irgendwas sich immer ändert, Leute, ich hab da keine Schuld. Oh, guck mal hier. Die Dinger brauche ich doch, ne? Ja, das passt wieder nicht. Spiel! Also jetzt kann ich doch, glaube ich, knacken, ne? Mal gucken. Ja. Jetzt habe ich hier, okay, 11 Sekunden dauert es anscheinend, weil es ein rostiges Schloss ist, habe ich so richtig verstanden, ne? Also da oben die Zeit, das ist Maximum. 11 ist das längste, was du beim Knacken irgendwie hast anscheinend. Silber wird es natürlich weniger und Gold dann auch. Als nächstes halt, ja, die Menge der Schraubenzieher, warum auch immer. Man kann die doch immer wieder benutzen, Schraubenzieher, verstehe ich nicht so. Also die müssen gesammelt werden und die verschwinden nach dem Drehen, das ist irgendwie komisch. Und was ich noch nachvollziehen kann, ist, wenn so eine Haarklammer da irgendwie sich verbiegt oder sowas oder hier halt bricht, ne. So, das ist jetzt die billigste Klammer, die es eigentlich im Spiel gibt. Mal gucken, ob ich das fast aufkriege, Alter. Oh, ich hasse sowas, ne. Ist nicht für mich, Alter. Und das jetzt muss ich bringen, ne? Shit. Komm, ah, siehst du? Nicht gebrochen, Alter. Ich hab's hingekriegt, obwohl ich eben den falschen Knopf gedrückt habe und so. Und wir kriegen. Das ist das, was ich meine, ne. Kriegst nix, Alter. Ich habe ja echt gehofft, Leute, mal unter uns, dass die wenigstens, wenn sie da schon mal Schlösser vorhängen, dann sollen sie dann wenigstens ein bisschen Loot reinmachen. Aber gar nichts ist voll ätzend, oder? Und die ist jetzt blablabla. Siebst. Ja gut, den nimmt er sich vom Boden wahrscheinlich, ne? Ja, Packung ist auf jeden Fall cool jetzt hier beim Looten. Weil das hier schon mal Locherei ist, ne? Hier ist der Dietrich. Ich habe beim Raiden ja natürlich auch schon mal öfter zugeguckt und da sind wirklich, die teilen sich das auf. Der eine holt das hier raus, der nächste macht diesen Schritt hier und der danach macht den, ne? Also jeder hat hier so eine Aufgabe. Einmal rausholen, take out, der nächste macht einen Dietrich draus und die dritte Person sammelt die Dinger dann ein und knackt dann halt, ne? Da brauchst du schon drei Leute, dreier Team zum Knacken, ne? Das ist glaube ich optimal, oder? I don't know. So, wie geht das jetzt hier? Ja, manchmal ist das so ein Millimeter so irgendwie so komisch, ne? So, was haben wir? Gleichheit. Macht das echt Spaß hier. Guck mal, selbst ich krieg das hin, Leute. Und ich bin von diesem Knacksystem nicht so begeistert. Ich find's nicht so toll. Das war gleich beim ersten Mal. Aber auch langsam das Gefühl, dass es immer diese gleiche Position ist von diesen Schlössern. Kann das sein? Dass alle Schlösser gleich sind. Dass es immer die gleiche Position ist. Also so fühlt sich das manchmal irgendwie an. Versteht ihr, wie ich meine? Aber wenn die Klammer jetzt nicht gebrochen ist, ne? Dann müsste ich den nur noch wiederverwenden. Aber ich glaube, der verschwindet dann auch, ne? Obwohl er nicht abgebrochen ist. Ich glaube, dann verschwindet das Ding, ne? Müsste man mal testen jetzt. Ich weiß es gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gamm mir den Dietrich jetzt schenkt, wenn ich hier durch hab. Die wirft auf den Boden. Ja, die werfen immer alles auf den Boden hier, ne, die Leute. Die Leute. So, komm mal her. Hier geht's weiter. Hier liegen auch überall Dietriche. Ist echt nice, Mann.
So, immer rechts. Ne, war da F, war das, ne? Gottes Willen, ey. Aber so, also das müsste man mal irgendwie so sich merken da, ne? Diesen Winkel oder sowas. Ich glaube, den kannst du sogar in Instant hier ein so ein Schlossding da machen, weißt du? Aber I don't know. Ja. Wahnsinn, das ist ja immer rechts irgendwie. Ich glaube, das ist wirklich so einfach gemacht, die Dinger. Ist auch in Ordnung, so Gottes Willen, wenn die jetzt auch noch schwer sind, das wäre ja widerlich. Oh, da findest du nichts. Guck mal, ich habe gleich hier. Ich habe ja noch nichts wirklich Gutes gefunden hier. Das ist ja nur Schmüll hier, ne? Und ich verliere gleichzeitig, glaube ich, noch die Ruhmpunkte dabei, ne? Ja, die ist aber gut jetzt hier. Die könnte ich dann austauschen. Nehmen wir das Ding mit. Endlich mal etwas, ne? Für einen Anfänger hier. Oh, guck mal, das Schloss hat sich geändert. Okay. Okay, dann ändern die sich auch mal. Aber wahrscheinlich ändern die sich ganz wenig. Die bleiben wahrscheinlich immer ganz oft gleich so irgendwie, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So, dass man die Munition nicht aus den alten Gewehren rausholen kann, das finde ich immer ein bisschen doof. Ah, das Ding hier. Voll dreckig, muss ich gleich mal reinigen. Aber da passt wenigstens ordentlich was rein, wa? Ah, meine Nase, ist schon wieder Winterzeit, ey. Oh, sag euch das, ey. Geht schon wieder los, ne? Nase läuft und ganz der Scheiß. Gut, dass ich ein Set gefunden habe hier zum Reparieren. So, haben wir noch irgendwas hier zum Abstauben oder bad? Den Knödelkasten kann ich ja immer hier reinbrettern. So, komm mal hier, hier. Ja. Der andere Raum war unten, ne? Knackdinger habe ich ja noch, oder? Ja, siehst du, guck mal, dann können wir da auch noch mal kurz vernünftige Symptome. Besser brauche ich nicht mehr sammeln, weil ich habe kein Auto mehr. Danke dafür. Beißen, lass mal sehen. Trinken 170. Oh, das erste Mal, dass ich. Oh, guck mal hier schon wieder. Junge, Junge, Junge. Erste Mal, dass ich hier über 100% die ganze Zeit so ein bisschen bin, ne? Sonst ist das ja nicht so. Da habe ich ja immer auch Wasserprobleme. Aber deswegen, man muss immer wieder, ne? Und Zucker sowieso, Alter. Zucker muss die ganze Zeit reinbrettern hier. So, komm mal her hier. Na Freunde, habt ihr alle Weihnachtsgeld bekommen? Ja. Oder schönes, eine Taschengelderhöhung? Ich nicht. Mein Weihnachtsgeld ist eure Aktivität, eure Beteiligung hier bei mir auf dem YouTube-Channel oder auf dem Twitch-Kanal. Das ist mein Geschenk. Von euch. Und wenn ihr, wie gesagt, Bock auf eine Runde Supporten habt, ne, freue ich mich natürlich auch auf jeden Fall. Damit die Karre hier weiterläuft, mein YouTube-Kanal und sowas. Ne, ihr wisst es selbst. Man brettert wirklich mehr hier rein als, ne, wisst ihr, wie ich meine? Also man investiert wirklich immer, ne. Und das macht man auch gerne, Alter. Das ist halt ein Kreislauf, ne. Man bekommt was, die Leute freuen sich. Die finden die Sache geil, die man macht halt. Alle voll geil so, ne? Und dann investiert man auch. Weil die ganzen Sachen hier oder sowas, das ist, mache ich ja im Grunde genommen, das Video mache ich ja für euch oder für uns halt. In erster Linie mache ich es aber wirklich für meine Zuschauer jetzt hier. Und so kommt das denn. Man bekommt was und investiert wieder was. Deswegen habe ich auch immer die Slots erhöht. So, lass mal gucken hier. Überlegt gerade, ob man das irgendwie so ein bisschen tricksen kann, ne? So mit einem Makroprogramm oder irgendwie sowas. Oh Mann, ey. Kein Platz mehr. Weil vielleicht sind diese Stellungen, vielleicht gibt es da nur vier feste Stellungen, die jedes Schloss hat. Und da wechselt das Spiel so hin und her. Versteht ihr, wie ich meine? Und diese vier Stellungen, wenn du die mal rausgefunden hast, dann programmierst du die da ein. Und drückst dann irgendwie so einen Makroknopf oder sowas. Ach, keine Ahnung, ob das geht, ne? Aber ich überlege nur. Man kann meistens nämlich immer irgendwie Quatsch machen, ne, bei Computerspielen, Alter. Und der geht dann die ganzen Einstellungen durch. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, nee, ey. Jetzt muss ich wieder Dinger machen. Ba, 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 ba.
Oh, komm mal her, hier. Mann, ich werde nochmal Profi. Passt mal auf, Leute, ey. Langsam, bald könnt ihr Angst haben. Ihr seid ja nicht mehr sicher, ey. Dann komme ich mal zu euch nach Hause. Dann fange ich auch mal das Reden an mit dem Scheiß hier. Das Spiel zwingt einen ja, den Scheiß hier zu machen, Alter. falscher Knopf. Was für ein Profi, ne? Erstmal falscher Knopf. Ja, weil ich habe immer grundsätzlich E irgendwie und hier musst du auf einmal auf F drücken. Ne? Vielleicht kann ich das ja nochmal irgendwie ändern. Guck mal, Leute, endlich mal, was sinnvoll ist, ne? So. Ist das hier? Ist das nicht? Sind der hier? Oder was ist das denn hier? Patron 9 mm? Was ist das, das Zeug? Das ist doch leer hier. Und das wiederum hier? Leider ja manchmal auch echt ein bisschen unter Bugs immer hier, ne? Alles nicht normal. Komm mal her hier. Viel zu viele Dinger hier wieder, ne? 3, 3. Die kann man aber nicht wieder stapeln, ne? Guck mal. Halb hämmert. Ja, ist jetzt hier so ein Gewichtsproblem, würde ich mal meinen, ne? Was steht denn da? Lies doch mal. Da kann er noch ein Kilo rein, oder nicht? Wie schwer ist denn das hier? 0,2, so geht das nicht. 0,7, 0,2. Wenn ich das jetzt rauspacke, 0,5. 5, 6, 7. Und 2, 8. Ein Kilo, sag mal, bin ich bekloppt, oder was? 0,1, ne? Vergiss es, ey. Völlig fertig, der Mann. So. Ein Diederich haben wir noch. Ja, das Wurstding mache ich mal weg. Nehme ich mal die Grenade, die ist wertvoller, ne? So, hier können wir nichts. Haben wir alles fertig. Ja, siehst du wohl. Also, gut, dass ich diese blöden Dietriche noch gefunden habe. Diese Haarnadeln, ne? Die könnt ihr auf jeden Fall jetzt alle, ne? Oh, hier ist noch was. Leute, die auch sich nie befasst haben mit dem Knacken. Und ihr müsst das ja jetzt genauso lernen wie ich. Also, es ist machbar. Es ist machbar, Freunde. Zumindest die rostige Schlösser. An den Rest traue ich mir noch gleich ran, ey. Lockett. Ba, 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 ba. Oh, das Ding kann ich da installieren hier, ne? Schmeckt damit. So, guck mal hier. Er ruft damit. Kann ich da nicht noch irgendwas drauf machen hier, damit ich mal ein bisschen mehr Platz habe? Nein, das Ding hier? Komm mal her hier. Nö. Geht das da nicht drauf? Lange keine Schrotflinte mehr gehabt. Toll. Mein Waffensystem hier ist ja echt super, aber. Nicht vorhanden, ne? Ja, ja. So, pick. Lock. Pick, pick. Wie noch weiter picken. Oh, fast beim ersten Mal, Leute. 3 Versuche, richtig gut. Ich glaube, ich bin bald bereit für den Killroom. Was haltet ihr davon? Meint ihr, der macht mich dann platt oder was? Der Killroom? Der soll zu meinen Händen kommen. Hier sind nochmal welche. Bretter ich jetzt weg hier. Das war nicht so, dass man kann doch das markieren, ne? Wieso kann man jetzt nicht so? Nee, das. Ja, es geht ja nicht. Das ist ja das, was ich meine. So, also herstellen alle Dietriche oder sowas, ne? Oder irgendwie so. Wisst ihr, dass man die ganze Palette gleich automatisch macht hier. Ich meine, deswegen markiert man es doch. Der müsste das erkennen, wie viele ausgewählt sind. 4. Und dann steht hier 4-mal Dietrich, irgendwie so, dass man dann versteht, er macht jetzt 4-mal durchgängig, ohne dass ich hier ständig wieder klicken muss. Ja, ja, so ein bisschen Komfort muss ja auch bei Scammer sein hier, ne? So, komm mal her hier. Oh, der war sensibel, Leute. Ja, 6 Sekunden. Das war gut. Na, habt ihr schon Angst? Oh, was ist das? Nee, meines besser, ne? Habt ihr schon Angst in euren Basen? Leute, der Bandit ist wieder in Action hier. Ich werde euer Liste mal im Alter. Ich werde mich sowieso rächen, ey. Ich schreibe mir hier so eine rote Liste auf, wer mich hier immer abbumst, ey, in meinen Livestream, ne? Und dann komme ich euch abends besuchen, Freunde. Und dann gibt es erstmal Handkralle hier.
Außer Mitglieder, die ne? Wisst ihr Bescheid? Mitglieder lasse ich in Ruhe, den Rest verfährt sich hier die Geizwürste, Alter. Die Geizwürste. Wegen Nackenschlag direkt hier, C4 an eine Festung ran, komm her hier. Mit ein Schild daneben, jo. Geizwurst vernichtet. Ja, ich will zu einer Aswahl, glaube ich, wechseln hier, Alter. Da kriege ich ja langsam was zusammen. Zustande hier. So halbwegs. Oh, ätzend. Mach dies hier weg, oder was? Ja, was soll ich denn mit dem fetten Munitionsding? Ich weiß, das ist auch selten und heiß begehrt irgendwo, aber... Ja, zu Anfang geht das nochmal nicht, ey. Kein Platz, ich habe die Waffe sowieso nicht, ich habe noch nicht mal die normalen Waffen. Das hier ist hinten gewesen. War ich hier schon? War ich da schon? War ich, ne? Da gibt es noch irgendwo diese Kisten. An der Wand vielleicht. Oder bin ich jetzt durch? Man munkelt ja, ne? So, hier ist ein Fressensraum gewesen. Hier haben wir auch alles geknackt. Dann bin ich durch, ne? Freunde, bin ich durch? Oder bin ich fertig und verwirrt? Ich guck nochmal, ob hier irgendwie diese Schränke an der Wand hängen und sowas. Na, was war das denn nächstes? Den Gummiband. Oh, hau ab, Mann. Gummiband. Zäh. Ja, und dann habe ich hier, das ist auch alles fertig jetzt hier, ne? So was. Nee, hier ist ja noch was. War ich hier nicht, oder was? Der erste Raum, hab ich noch nicht gemacht. Boah. Komm mal hier. Das war knapp, wie immer. Oh. Ist das peinlich, wenn ich das jetzt nicht schaffen werde? Das kommt einem ja irgendwie leicht vor, aber andererseits... Ja, das ist machbar, Alter. Leute, das kriegt ihr auch hin. Nur Mut. Und? So Munition für mich. Oh, wieso geht denn, passt denn da nichts rein hier, scheiß Gewicht? Grüner Helm, brauche ich nicht. Mal hier, ja. Jo, jetzt kann ich wieder diese Nadel machen. Wo sind sie denn? Also die Dinger sind jetzt Standard, das ist jetzt auch wichtig geworden. Habt ihr immer dabei, dieses scheiß Safe Pins oder wie das heißt. Nimmt er die nicht vom Boden? Ne, macht er nicht, ey, fass es. Rest vom Boden und sonst was. Na, aber er nimmt die Nadeln hier nicht vom Boden auf. Komm. Oh, kein Dings mehr, kein Schraubenzieher-Ding da. Oh. Scheiße, Mann. Hier logge ich aber aus, Leute. Oder ist da drüben noch einer? Die Folge ist schon wieder vorbei, ey. Verdammt, das geht immer so schnell. Da liegen sie doch. Sekunden laufen. Wo ist er denn jetzt? Ich hab da eingesteckt. Oh. Nein, da. Jawohl, komm, letzte Kitze. Juhu. Wir sehen uns morgen, wenn ihr Bock habt. Oder abends im Livestream. Ab 18 Uhr schaut mal vorbei und dann. Bis dann.